Wir sehen uns heute mal zusammen den neuen Arc-Browser an, der nicht weniger will als das Internet neu erfinden. Da bin ich sehr gespannt und nach dem Intro geht's direkt los. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der Arc-Browser kann heruntergeladen werden, im Moment glaube ich nur für macOS. Das können wir uns ja gleich mal ansehen, indem wir hier oben in das Feld vom Browser klicken und dort nach dem Arc-Browser suchen. Und dann bekommen wir hier auch direkt einen Eintrag angezeigt. Hier gibt es die Möglichkeit, das Ganze runterzuladen. Und der Download startet automatisch. Hier wird erklärt, wie das Ganze unter macOS installiert wird. Für Windows gibt es den Browser noch nicht. Ich nehme aber doch stark an, dass die anderen Betriebssysteme wie Linux und Windows auch versorgt werden mit entsprechenden Arc-Versionen. Ja, hier wird der Browser kurz vorgestellt auf deren Webseite. Und wir gucken uns den jetzt eben mal zusammen an. Nach der Installation muss man sich zunächst einen Account machen. Der Browser benötigt einen Account, in dem man sich einloggen muss. Erklärt wird das dadurch, dass die Nutzer nicht getrackt und nicht verfolgt werden, aber sämtliche Funktionen wie Synchronisierung mit der iOS-App und so weiter funktionieren eben nur, wenn man einen Account hat. Ohne Account lässt einen der Browser erst gar nicht hinein. Man kann den nicht testen ohne Account. Ich habe jetzt einfach mal einen erstellt und nachdem man das Ganze konfiguriert hat, also da kann man angeben, ob man Lesezeichen importieren möchte und ähnliches, außerdem die Farbe. Ich habe mich hier mal für ein zartes Rosa entschieden. All das kann im Menü nach dem ersten Start konfiguriert werden. Wir gucken uns aber auch gleich noch die Einstellungen an. Da können wir das Ganze bestimmt auch umkonfigurieren. Zunächst wollte ich mal einen Blick auf das Bedienkonzept vom Browser werfen und ich steuere jetzt mal meine eigene Internetseite an. So, die erscheint hier in einem neuen Tab. Das hier unten sind Tabs, wie man sie aus anderen Browsern kennt, nur dass die eben in der Seitenleiste sind, anstatt oben oder bei Vivaldi unten, wenn man sich das so konfigurieren möchte. Man kann Vivaldi auch so konfigurieren, dass alles in der Seitenleiste ist. Vivaldi ist übrigens auch ein sehr empfehlenswerter Browser, aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um Arc. Wir haben hier also die Tabs. Hier sind schon verschiedene Beispiel-Internetseiten vorkonfiguriert. Also die sind von Anfang an vorhanden. Und das ist eben die Seite, die ich gerade selber aufgerufen habe, meine eigene Seite. Und wir können jetzt mal mit rechts klicken. Wir können die Adresse kopieren. Wir können sie teilen. Wir können sie verschieben. Wir können sie umbenennen. Wir können das Icon ändern in Standard-Icons, die bei Mac mitgeliefert sind. Wir können das Ganze duplizieren. Wir können die Seite stumm schalten. Wir können die Seite boosten, was auch immer das bedeutet. Make a boost, my boost. Ich weiß leider nicht, was das genau ist. Dann können wir den Tab archivieren. Vermutlich gibt es da noch eine History irgendwo. Wir können andere Tabs archivieren und das probieren wir jetzt auch mal. Und zwar mit dieser Boom-Seite hier. Archiv-Tab und dann verschwindet das Ganze. Aha, hier sind Boosts, archivierte Tabs, sozusagen eine Art Verlauf. Nur dass wir den selber füllen. Dann sind hier Spaces. Das sehen wir uns gleich noch genauer an. Easels and Notes. Ich glaube, Notes sind Notizen und Easels sind, ja, das ist so eine Art Brainstorming-Programm, was hier integriert ist. Dann gibt es hier den Download-Bereich, den Media-Bereich. Hier kann ich Screenshots speichern und vieles mehr. Und dann können wir das Ganze auch wieder schließen. Und wir befinden uns hier wieder in unserem Space. Was ein Space ist, versuche ich gleich auch noch herauszufinden. Wir haben jetzt also ein Tab archiviert. Die anderen Tabs lasse ich jetzt mal geöffnet. Wir können die Tabs auch anpinnen, wie wir das aus anderen Browsern kennen. Und dann verschiebt es den Tab nach hier oben. Das sind die angepinnten Tabs, auf die wir jederzeit Zugriff haben. Hier sind noch andere Tabs angepinnt. Hier wird einem also Arc nochmal vorgestellt.
kann man sich alles angucken in Ruhe. Wir sparen uns das, weil wir probieren es ja gerade selber aus und wir verschieben das Ganze auch mal nach Today und dadurch werden aus den angepinnten Tabs ganz normale Tabs. Hier gibt es noch die Datenschutzhinweise und das hier oben sind die Favoriten. Die durfte ich ebenfalls am Anfang festlegen und wir können jetzt auch hergehen und können Favoriten verschieben in die angepinnten Tabs und umgekehrt können wir auch neue Favoriten erstellen. So, Extensions, hier können wir Dinge wieder teilen, Boosts erstellen, Bilder aufnehmen, Einstellungen vornehmen. Das gucken wir uns noch an. Wir bleiben jetzt erstmal noch bei diesem Spaces. Ich mache jetzt mal einen neuen Space. Right-click to make this space your own with a new Name-Icon und mehr. Change-Icon. Gut. Das ist Space 1. Das hier ist Space 2. Und hier könnten wir jetzt hergehen und einen Syntax-Ordner erstellen mit eigenen Farben, mit eigenem Titel. Und die archivierten Tabs können wir auch wieder ins Tagesgeschehen einbauen sozusagen. Und hier können wir jetzt zwischen Spaces umschalten. Wir können einen Tab auch in einen anderen Space verschieben. Das ist jetzt der neue Space, der selber angelegte. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel auch das YouTube-Icon verschieben, das mich zu meiner eigenen YouTube-Seite bringt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, soweit ich weiß, hier Profile anzulegen. Wir switchen jetzt zu dem neuen Profil. Und wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich mich hier jetzt mit meinen YouTube-Daten anmelden. Und dann kann ich zwischen den Profilen wechseln und könnte zum Beispiel noch einen zweiten YouTube-Account erstellen. Ich habe keinen zweiten YouTube-Account, ich habe nur diesen einen, falls das jemand interessiert. Das ist auf jeden Fall so. Und dann könnten wir bequem zwischen den Profilen wechseln und müssen uns nicht jedes Mal neu einloggen. So habe ich das zumindest verstanden. Und das ist nicht ganz ohne. Man muss sich ganz schön umgewöhnen im Vergleich zu einem normalen Browser. Aber das ist die Art, wie Arc funktionieren soll, wie er genutzt werden soll. Und ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen von euch was ist. Ich wollte es heute an der Stelle zumindest mal ausprobieren. Das Ganze basiert übrigens auf Chrome, mal wieder auf Chromium. Also genauso schnell und genauso gut wie mutmaßlich wie Edge, Chrome und Co. Opera basiert auch auf Chromium inzwischen. So viel erstmal dazu. Wir können natürlich über das Menü auch nach Updates suchen. Der Browser ist up to date. Dann können wir uns mal die Einstellungen ansehen. Die Sidebar wird synchronisiert mit iCloud per Default. Das ist nicht unser Default-Browser. Da könnten wir hier aber ändern das Ganze. Hier sind wieder Share, Download und Randomize-Funktionen. Download Location, Credit Cards. Also hier werden die ganzen Daten gespeichert. Wir können die Suchmaschine ändern. Wir können Voreinstellungen ändern. Wir können festlegen, ob Tabs automatisch archiviert werden sollen und wenn ja, nach welcher Zeit. Und wir können auch festlegen, ob wir gewarnt werden wollen, bevor wir den Browser verlassen. Dann gibt es Shortcuts, die sind ganz wichtig in dem Browser. Dann gibt es noch Links. Little Arc is a smaller, simpler Arc window. It's perfect for quick lookups and reading funny tweets your friends send you. Kann ich euch gerade auch nicht so ganz erklären, was das ist. Soundeffekte etc. pp. Leider kann man hier auch noch keine Sprache einstellen. Das ist schade. Das Ganze ist auf Englisch. Ihr seht hier, wir können eben in den Profilen eigene Privatsphäre-Einstellungen vornehmen. Wir können bestimmte Browserdaten löschen aus dem Profil und das gilt jeweils eben nur für das jeweilige Profil. Ich und Google, Autofill and Passwords, Privacy and Security, Performance, Erscheinungsbild. Wir können anscheinend auch Themes aus dem Chrome Web Store herunterladen. Show Bookmarks Bar, Show Home Button. Wir können die Schriftgröße einstellen, den Zoom-Grad ändern, die Suchmaschine festlegen. Wir können das Startverhalten einstellen und hier können wir tatsächlich auch einstellen, in welcher Sprache die Webseiten angezeigt werden sollen, bevorzugt. Also anstatt dass hier jetzt kleines Beispiel google.com angesteuert wird, können wir hier halt auch die deutsche Sprache hinzufügen und dann wird
vermutlich google.de angesteuert. Wenn wir auf Google gehen, Download-Einstellungen, System-Einstellungen, Einstellungen zurücksetzen, Erweiterungen. Also ihr seht, das Ganze ist noch nicht so wirklich ganz ausgereift. Es ist noch recht rudimentär, aber ich finde, es ist doch eine interessante Herangehensweise, das Internet anders zu nutzen, wie wir das bisher gewohnt sind aus den anderen Browsern. Ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Mal gucken, wie sich der Browser in Zukunft noch entwickelt. Ach so, ich wollte euch noch auf eine Tastenkombination hinweisen. Command T beim Mac. Dadurch öffnet sich dieses Suchfenster und hier können wir jetzt direkt unsere Suchanfrage absenden. Das ist hier vielleicht die wichtigste Tastenkombination, Steuerung T, weil dann könnt ihr ein neues Suchfeld öffnen, ohne jedes Mal umständlich hier oben in die Leiste klicken zu müssen. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dann, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.